Auftrag auf uns, aber als Mutter mit kleinen Kindern und trotzdem, wir haben es geschafft, dass wir uns treffen. Zweimal im Monat, am Vormittag oder wenn die Kinder im Kindergarten waren und dass wir Themen ausgetauscht haben, Themen Kindererziehung, solche Sachen. Und das fand ich sehr cool, weil die Front Föderation, wir dachten, ja, das ist eine feministische Gruppe, das war der Trend damals. Und in Wirklichkeit ist sie drauf gekommen, praktisch unsere Aufgabe ist, unsere Familie gut zu führen, dass unsere Kinder und Männer glücklich werden, auch richtig gedient. Aber gleichzeitig müssten wir zum Beispiel, es kamen auch von Japan, in alle Länder, wo die Front Föderation gegründet worden, Freiwillige, Entschuldigung. Und jede Nation bekam es war schon mehr in Wien, 10 glaube ich. Und dann 2 zu uns gekommen. Und so könnten wir auch ans Publikum kommen. Aber wo ich an viele Sachen mich gut erinnern, ist, dass wir den Auftrag gehabt haben, die Hypies oder Politikerinnen zu treffen, die mit den Frauen zu tun haben, Frauen Ressort. Und dass wir mit Helga Boas ist nicht da, wir sind zu die damalige dritte Präsidentin der unserer Regierung, nicht Regierung, Lokalparlament, unser Landesparlament, und die Frau Ordner, ja. Und wir haben so solche Vision gleichzeitig, wir waren ganz wenig, aber wir wollten irgendwie die Politiker animieren und Politikerinnen wollen, dass sie das wissen, was wir vorhaben, wie alles geht. Ja. Und wir hatten als Material einfach anzubieten, das war die Technik von Naya, unsere Präsidentin, von Anfang an eine Ansprache von Dr. Rajan Moon, diese Leute zu geben, ja, als erste Einstieg. Es war ziemlich geistig, es war ein Gefälle zwischen, was wir sozial machen wollten und was geistig Anspruch hineingetragen wurde. Ja. Was uns auch geführt manchmal zu, natürlich gleich nachher, ziemliche Verfolgung. Irgendwie. Okay, gut. Ich leite das zur Seite. Was ich sagen wollte, ist, dass mit dadurch, dass der Krieg in Bosnien begonnen hat, da haben wir dieses Gebet und auch Unterschrift gesammelt gegen die Vergewaltigung der Frauen in Bosnien. Ja? Und diese Ansammlung von Unterschriftaktion ging zu, es war die erste Aktion an der UN. Das hat eine Schwester aus der Schweiz an der UN weitergegeben. Das war die erste Aktion, die wir gehabt haben. Ja? Und natürlich, das war attraktiv, sowas zu tun, weil als Frauen zu Frauen, das war sehr wichtig. Sonst, ich kann mich noch erinnern, dass auch mit Helga Bauer, ich ging zu der Frau von Landeshauptmann damals, Püringer, die Christine Püringer getroffen haben, dass mit Lili oder einer anderen Schwester, Maria, wir sind auch zu der Bürgermeisterin von Linz, eine Frau Dr. Holzhammer, und zu dem Frauenreferat von uns, vom Landesreferat. War das nicht die Maria Prammer damals? Ja, ja. Und dann, ja, diese Leute praktisch so hoch oben geschossen, aber nachher nicht zu wissen, was es weiter gemacht wird. Ja. Es war ein kleines Brückchen. Und trotzdem wollen wir solche Leute ansprechen. Vor allem die Frauenreferat der Stadt Linz oder Landesreferat. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das ein paar Leute uns geholfen haben. Und ich möchte das auch weitergeben jetzt. Thank you.